Hallo, herzlich willkommen zu diesem Vlog und es ist mittlerweile schon Nachmittag. Ich wollte gerade den Vlog von gestern schneiden, habe aber aus Versehen alle Dateien gelöscht. Ich habe wirklich überguckt, ich weiß nicht, wie das passiert ist. Die waren irgendwie alle weg. Ich habe anscheinend irgendwie einen Shortcut gedrückt oder was und die waren einfach weg und auch nicht wiederzukriegen. Ich habe keine Ahnung, wie ich das wieder gemacht habe. Aber gut, um den gestrigen Tag noch zusammenzufassen, ich war da einerseits beim Friseur, wie ihr seht, und sonst war ich noch bei Saturn, habe mir hier so ein Ding gekauft, um Tastatur oder sowas sauber zu machen. Und dann noch so eine Schachtel, wo man SD-Karten reintun kann. Und eine neue SD-Karte, weil ich ja vor einer Woche oder so meine eine SD-Karte verloren habe. Da habe ich mir dann gedacht, ja, kaufe ich mir eine neue SD-Karte. Ist ja nicht so schlimm, 32 GB Micro-SD-Karte, 9,99 passt schon. Und noch so eine Schachtel, damit ich die nicht wieder verliere. Was passiert abends? Zufällig gucke ich unter meinen Schrank, was liegt da? Die SD-Karte, die ich dachte, dass ich sie verloren habe. Das heißt, ich habe jetzt drei 64 GB Karten, eine 32 GB Karte. Das brauche ich zwar eigentlich nicht. Aber gut, es ist ja auch kein Nachteil. So Leute, ich filme übrigens gerade in 4K, 24 FPS und mit 100 Mbit die Sekunde als Datenrate. Das heißt, es müsste schärfetechnisch das Beste sein, was man aus dieser Kamera sozusagen rausholen kann. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr da irgendwie einen Unterschied seht zu sonst oder ob das sonst mit 60 Mbit und so das gleiche ist. Und ja, schreibt es mal in die Kommentare. Wobei man, glaube ich, auf YouTube wegen der relativ geringen Bitrate von YouTube eigentlich keinen Unterschied sehen wird. Alexa, scheint morgen die Sonne? Hier ist der Wetterbericht für morgen in Hamburg. Höchstwahrscheinlich teilweise sonniges Wetter. Alexa, stopp! Ja, Leute, morgen wird das Wetter eigentlich ganz gut. Alexa sagt teilweise sonnig im Wetterbericht. Auf meinem Handy steht aber sogar, dass wirklich komplett sonnig ohne Wolke ist. Nicht so warm, aber Sonne. Das heißt, wir fahren morgen vielleicht irgendwo hin oder so. Freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Und da kann ich dann auch das erste Mal meinen Kamerarucksack richtig benutzen. Ich habe ja, glaube ich, am Anfang vom Vlog gesagt, dass ich mir dieses Teil gestern gekauft habe, womit man so Tastaturen und so sauber machen kann. Und ich zeige euch mal, was das ist. Das ist nämlich im Grunde genommen einfach so ein gelber Schleim. So, jetzt habe ich es rausgekriegt. Das ist einfach so ein gelber Schleim hier, der ziemlich nach Putzmittel stinkt und so, und den tupft man dann zum Beispiel hier so auf die Tastatur drauf oder so, und dann bleibt daran eben der Staub hängen aus den Ritzen, so bleibt daran kleben und so weiter. Und sonst müsste man das halt entweder irgendwie, ja, die Tasten aus der Tastatur rausnehmen oder das irgendwie mit einem Pusten oder was auch immer. Aber damit ist es echt praktisch und ich habe das gerade auch in meiner Kamera auch dran ausprobiert, weil da an den Knöpfen und so außenrum kommt ja dann auch immer mal ein bisschen Staub hin und da kann man dann mit diesem Ding auch so ein bisschen drauf tupfen und so, und dann geht da eigentlich fast der komplette Staub auch wieder weg. Und ja, man sieht, das ist auch noch relativ sauber, kostet 6 Euro. Und irgendwann ist es natürlich voll mit Staub und Dreck und so, da muss man sich ein neues kaufen. Aber wie gesagt, es kostet nur 6 Euro und ist echt verdammt praktisch. Also falls ihr irgendwas sucht, um irgendwelche Tastaturen, Fernbedienungen, was auch immer, sauber zu machen, kann ich euch das auf jeden Fall empfehlen. Und ja, ich esse jetzt Abend. Oh Leute, ich habe jetzt gerade noch gegessen und jetzt kommt im Fernsehen irgend so ein Boxkampf von Klitschko und noch irgendjemand. Ich habe keine Ahnung, ich kenne mich mit Boxen überhaupt nicht aus. Aber es ist irgendwie der letzte Kampf von Klitschko und irgendwas Wichtiges oder so. Ich weiß es, ich habe wirklich gar keine Ahnung, falls sich irgendjemand von euch mit Boxen auskennt. Dann sorry dafür, ich habe keine Ahnung von Boxen. Habe auch, glaube ich, fast noch nie irgendwie so einen Boxkampf gesehen, aber das gucke ich mir jetzt einfach mal an. Es ist ein hochdramatischer, es ist ein packendes. Guck mal Leute, ich habe hier meinen Kamerarucksack, der ist relativ neu. Mein vorletzter Vlog war, glaube ich, darüber, dass ich den jetzt neu habe. Und hier mein Stativ. Und ich dachte eigentlich, man kann an diesem Rucksack hier kein Stativ dran machen oder reintun oder was auch immer so. Ich dachte, man kann damit kein Stativ transportieren. Und jetzt habe ich aber im Internet das nochmal gegoogelt, habe den Kamerarucksacknamen eingegeben und dann noch Stativ, Tripod dahinter und habe gesehen, man kann damit anscheinend doch ein Stativ mitnehmen. Denn hier unten ist so eine Tasche. Hier war schon so ein komisches Zeichen, ne? Dieses Zeichen hier, Leute. Hättet ihr erkannt, was es ist? Ich meine, jetzt, wo ich weiß, dass das ein Stativ ist, sehe ich auch, dass eins ist, aber für mich sah das erst aus, keine Ahnung, so ein Duschkopf zum Waschen oder so. Und noch was, hier oben ist auch so ein Band. Da dachte ich,
Das ist einfach dafür da, um das so zu tragen, mit so zwei Gurten. Jetzt kommt der Trick, Leute, man kann die Stativbeine hier unten in die unterste Tasche reintun, also zwei davon, so erstmal. Dann hängt das hier so, das hält aber natürlich nicht. Und jetzt kommt dieser Gurt hier oben ins Spiel. Der kommt hier oben außen rum, hätte ich vielleicht zuerst machen sollen. Und dann wird das Ganze festgezogen. Das freut mich auf jeden Fall, dass ich das Stativ jetzt auch heranmachen kann. Ihr seht, es hängt da jetzt einfach so hinten an dem Rucksack dran. Und das war auch so das Einzige, was ich bis jetzt an dem Rucksack bemängelt habe, dass ich dieses Stativ nicht mitnehmen kann oder an den Rucksack dran machen kann. Denn sonst kann man ja eigentlich alles, Kameras, Objektive, Speicherkarten, Akkus, Laptop, GoPro-Zeug und so, hat alles Platz drin. Selbst so eine Regenschutzhülle ist mit dabei, damit, wenn es regnet, dass da innen drin nicht nass wird. Und da war es wirklich das Einzige, wo ich gesagt habe, ach, das ist nicht so cool, dass man das Stativ nicht dran machen kann. Allerdings weiß ich ja, dass jetzt, dass es doch geht. Das freut mich auf jeden Fall. Und ich würde sagen, ich probiere den Rucksack morgen auf jeden Fall mal aus. Da fahren wir wohin. Und falls ihr das sehen wollt, könnt ihr jetzt gerne hier draufklicken und meinen Kanal abonnieren oder hier ein anderes Video von mir angucken. Wir sehen uns dann hoffentlich im Vlog morgen wieder und ciao.